Okay, aber gut sehen wir nicht aus. Und da sind noch welche. Und die haben Knarren. Okay, ein bisschen schneller rennen. Lauf, lauf, lauf. Ja, wir werden hier schlafen. Ach komm schon. So nah ist der. Oh, er hat mich gesehen. Diese kleine Mistratte. Zurück! Ich habe das größere Anrecht auf die Beute. Mal sehen, ob wir einen Stealth-Hit kriegen. Nein. Warte. Und danach den Kopf ziehen. Oh, yes! Das war gut. Denn wenn man schleicht und einen Gegner erwischt, ohne dass er ihn sieht, dann kriegt man einen kritischen Angriff, der viel stärker ist als der normale Angriff. Oh, dich habe ich noch gar nicht durchsucht. Das nehme ich. Das nehme ich auch, das nehme ich auch. Oh, noch ein Sturmgewehr. Könnten wir es ja schon fast reparieren. Sehr gut. Oh, du wirst mich sehen. Aber das macht nichts. Okay, wir sind auf Vorsicht. Das heißt, irgendwo ist noch einer. Aber ich glaube, das ist der letzte. Oh, soll ich die Pistole mitnehmen? Ach, nehme ich mit. Ist egal. 32 Kaliber Pistolen sind vollkommen unnötig, denn sie sind so schwach, dass sie überhaupt nichts bringen. Yes! Okay, müsst zugeben, das war ein wirklich guter Schuss. Mann! Ich lobe mich ja ungern selbst, aber... Wow! Nein, zurück. Die kann man ja bringen. Ja. So. Okay. Die Waffe können wir jetzt wegstecken. Das haben wir alle erledigt. Aber wir haben hier noch eine Aufgabe zu erfüllen. Nämlich diesen Lebensmittelvorrat hier. Ich werde... Ja, eins nehmen wir mit. Ich bin mir nicht sicher. Damit wir die Aufgabe erfüllt haben. Aber hier ist noch etwas, nämlich Stimpaks. Wir haben noch eine verschlossene Munitionskiste. Jetzt nicht mehr. Nimmst du die Munition vielleicht mit? Danke. Energiezellen und eine Laserpistole. Noch mehr Energiezellen. Eine Kronkorkmine. Noch eine Laserpistole. Hier noch was. Okay. Ich werde zwar nicht viel mit Laserpistolen machen, aber... Oh, es ist gut, Auswahl zu haben. Was können wir noch reparieren? Die Laserpistole hier. Noch etwas reparieren? Oh ja, das Sturmgewehr. Ich werde oft das Sturmgewehr verwenden. Da es ziemlich gut ist. Und vor allem, da wir in einer Mission ein schallgedämpftes Sturmgewehr bekommen. Und dieses schallgedämpfte Sturmgewehr ist echt klasse. Dann in einer anderen Mission werden wir dann einen tollen Tarnanzug bekommen, der das Schleichen wirklich leicht macht. Und diese Kombination ist absolut tödlich für jeden Gegner. Da ich so versteckt bleiben kann, egal was passiert. So, als erstes gehen wir zurück nach Megatron, obwohl, wieso renne ich eigentlich? Denn wir können ja auch direkt hinreisen. Habe ganz vergessen, dass das geht.
es ist Nacht und das heißt, der Crater ist ein Lagerraum, wo Moira ist, wird wahrscheinlich geschlossen sein. Wahrscheinlich warten müssen. Ja. Und wir warten, es ist 1 Uhr, das ist, wir warten, ja, 7 Stunden. Und 3 Melons. Hallo, Moira. Und? Wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Mart? Wir könnten lügen, aber wir haben ja es. Es war nicht leicht, aber ich habe die Lebensmittel und die Medizin. Tatsächlich? Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Ja, das ist gut. Erzählen Sie mir alles darüber. Oh Mann, gar nicht angegeben. Die Raiders haben mir an die 20 Kugel verpasst. Ich spiele ja auf eine Intelligenz. Die Raiders nutzen die Apotheke als Lager für ihre besten Ausrüster. Sie sagen, Sie haben ein gut geschütztes Geheimversteck angelegt? Ich frage mich, an wie vielen weiteren Orten Monster Schätze bewachen. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier. Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke, besser schmecken. Ich bin bereit für weitere Recherchen. Ich muss ein Lebewesen mit Strahlenvergiftung studieren. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Das wird den ersten Teil des Buches abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? Wir werden den Teil mit der Strahlung bei diesem Thema brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß viel aus Büchern. Komm aber einfach an kein lebendiges Exemplar heran. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Nein, natürlich nicht. Okay, ich werde verstrahlt. Bei meiner Rückkehr müssen Sie mich aber behandeln. Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Okay, 200 Red sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls Sie aber 600 oder mehr Red verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. Okay, das ist nämlich eine der einfachsten Aufgaben. Für diese wunderbare Aufgabe geht ihr einfach hier runter zur Atombombe und stellt euch ins Wasser rein. Gut. Und wir warten. Okay, ich würde sagen, lassen wir es mal gut sein für jetzt. Ich werde mich hier ins Wasser stellen und warten und warten und warten und warten, bis ich genug verstrahlt bin. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auf Wiedersehen. Bringt unsere